Speaker will hold his presentation in German. And let's welcome Frank Schaeffler from the German Parliament on, and I'm switching languages now, der digitale Euro, schwelende Gefahr, fraglicher Nutzen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich hoffe, Sie hören Ihren Applaus. Ja, den höre ich. Vielen Dank. Ich beginne direkt, wenn ich darf. Vielen Dank erstmal für die Einladung, um über digitalen Euro zu sprechen. Digitaler Euro ist ja in aller Munde. Generell digitale Währungen erfahren ja eine neue Beliebtheit. 87 Länder auf dieser Welt forschen und arbeiten an einer digitalen Währung. Die Bahamas sind beispielsweise mit dem Cent-Dollar aktiv, auch in der Ostkaribik, auch einige ostkaribische Staaten sind aktiv. Wir kennen das beim digitalen Yuan, also der chinesischen Währung. Und die Frage ist immer, ist das auch notwendig in unserem Währungsraum, im Euro? Und da will ich ein paar Thesen aufstellen, wo ich glaube, dass das tatsächlich schwierig wird. Vielleicht zur Vorgeschichte: die Europäische Union oder die EZB arbeitet derzeit an einer zweijährigen Investigativphase, wo sie prüft, ob ein digitaler Euro tatsächlich eingeführt werden kann. Man will letztendlich die monetäre Souveränität erhalten. Das ist das Ziel. Aus meiner Sicht hat die Europäische Zentralbank aber noch nicht deutlich gemacht, wo liegt jetzt eigentlich der wirkliche Mehrwert eines digitalen Euro. Meine Befürchtung ist eher, dass das einer Operation am offenen Herzen unseres Geldsystems gleicht. Denn wie Sie sicherlich wissen, ist ja Geld nicht nur das, was wir in der Hand halten, also das Bargeld, sondern Geld ist auch das Chiralgeld, also das, was auf unseren Konten liegt. Letzteres ist sogar die Mehrzahl des Geldes, das sich im Umlauf befindet. Also über 90% des Geldes, das sich im Umlauf befindet, ist Chiralgeld und nur 10% ist etwa Bargeld. Und daraus ergeben sich natürlich in unserem Geldsystem ganz zahlreiche Fragestellungen. Wenn man ein weiteres Medium quasi zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt, also einen digitalen Euro zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt, dann wirft das zusätzliche Fragen auf. Derzeit ist eigentlich das gesetzliche Zahlungsmittel der Euro, aber die Banknote, also das Bargeld. Und das heißt, derjenige, der in einer Finanzkrise sein Geld von seinen Bankkonten holen will, um es in Bargeld umzutauschen, kommt dann an Probleme, wenn das alle gleichzeitig machen wollen. Das heißt, wenn es zum sogenannten Bankrun kommt, dann gerät unser Währungssystem an fundamentale Probleme. Denn wenn nur 10% Bargeld vorhanden ist, aber das überwiegende Geld als Buchgeld, als Chiralgeld auf den Konten liegt, dann funktioniert das eben nicht, dass alle an ihr Bargeld, an ihr Geld kommen. Und in solchen schwierigen Phasen, die es in der Historie immer wieder gegeben hat, zwar nicht in Deutschland in der jüngeren Geschichte, aber wenn sich an die Eurokrise in Griechenland, in Zypern, hat es dazu geführt, dass entsprechende Beschränkungen vorgenommen wurden. Und dass in solchen kritischen Phasen eben das Geldsystem an seine Belastungsprobe oder an seine Belastungsgrenze kommt. Und deshalb werden in solchen Phasen sogenannte Bankferien eingerichtet, also die Banken schließen oder bei den Geldautomaten kann nur ein bestimmter Betrag abgehoben werden, um letztendlich diesen Bankrun zu verhindern.
Wenn man jetzt ein zusätzliches Medium schafft, einen digitalen Euro, dann besteht eben die Gefahr, dass es zusätzliche Möglichkeiten gibt, Geld abzuheben. Also sprich, auf eine Wallet, auf seinem Handy diese Gelder auf den Konten zu übertragen. Wahrscheinlich würde dann viel schneller ein Bankrun stattfinden, als das normalen oder in klassischen Währungssituationen wäre. Und das bezeichne ich als Operation am offenen Herzen, denn das würde vielleicht Währungskrisen sogar noch beschleunigen und die Instabilität unseres Geld- und Bankensystems vielleicht noch mehr offenbaren. Das hat auch die EZB erkannt und deshalb hat sie in einem Vorschlag deutlich gemacht, dass das, was man als digitalen Euro jedem zur Verfügung stellen will, dass dies letztendlich begrenzt werden soll nach oben und dass es keine Zinsen geben soll, damit es keine zusätzlichen Anreize gibt, eben Geld auf diese Wallet zu bringen. Das ist aber gleichzeitig auch wieder das Problem, denn dann muss man ja fragen, was soll das eigentlich? Warum braucht es das überhaupt? Wo ist eigentlich der Nutzen eines digitalen Euro? Ja, wenn man nur wenige tausend Euro darauf packen kann, wenn es nicht verzinst wird, wo ist eigentlich da der Nutzen? Und da glaube ich, kommen wir zu des Pudels Kern. Letztendlich geht es, glaube ich, hier um einen Angriff auf das Bargeld. Denn in Negativzinszeiten führt das Bargeld horten zu einer Möglichkeit, dieser Negativzinspolitik auszuweichen. Und je negativer der Zins ist, umso größer sind die Anreize ökonomischer Art, diese Ausweichprozesse einzuleiten. Gerade bei großen Geldhaltern, Unternehmen, Banken, besteht dann die Möglichkeit, lieber Bargeld abzuheben, es in Tresore einzulagern, als über Nacht als Bank bei der EZB Negativzinsen zu bezahlen. 0,5% beträgt aktuell die Einlagefazilität von Banken bei der Notenbank. Und die Banken geben das wiederum an Unternehmen weiter. Wir spüren das alle, dass Banken inzwischen eben auch Verwahrengelte nehmen und entsprechende Negativzinsen verlangen. So, und deshalb besteht die große Sorge, und die hat Edward Snowden ebenfalls zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, Regierungen könnten unsere Freiheiten, Geld zu nutzen, immer stärker einschränken. Genau darum geht's. Der 500-Euro-Schein ist ja schon oder wird schon nicht mehr produziert. Das ermöglicht eben gerade größeren Geldsammelstellen zusätzliche Hortung vorzunehmen. Dafür ist es eben dann umso schwieriger. Wir erleben auch gerade in der Corona-Zeit, auch in demokratischen Staaten, dass der Zugang zu Bankkonten entsprechend eingeschränkt wird, wenn Sie sich daran erinnern. Die Trucker in Ottawa haben ja neulich gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Ich will mich dazu gar nicht äußern, zum Inhalt selbst. Aber darauf hat die kanadische Regierung mit finanziellen Repressionen reagiert und kurzerhand die Bankkonten der Demonstranten gesperrt und auch Spenden an diese Trucker verhindert. So, das heißt, der digitale Euro ist im Kern kein Fortschritt, sondern was wir brauchen in Europa ist wiederum ein Stablecoin in Euro. Ich glaube, das ist das, was wir tatsächlich brauchen. Wir haben in der Kryptowelt verschiedene Stablecoins, aber die tatsächlich von Relevanz sind alle nicht in Euro. Und ich glaube, das ist notwendig. In einer digitalen Welt braucht es auch innerhalb Europas ein Stablecoin, der diese Funktion
als Tauschmittel erfüllt, so wie das andere Stablecoins in anderen Währungen auch tun. Und das ist meine, ja, ich komme mal zum Schluss, und das ist im Kern das, was ich fordere. Und das hängt im Wesentlichen aber daran, dass dieser Stablecoin nur dann eingeführt wird und wirtschaftlich betrieben werden kann, wenn die Einlagefazilität, also wenn die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank beendet wird. Ansonsten wird sich leider im Euroraum wirtschaftlich ein Stablecoin nicht darstellen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schäffler aus dem Deutschen Bundestag. Klare und mahnende Worte. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es ist immer schön, Politiker auch hier vertreten zu sehen.